Herzogin Kate eröffnete am Dienstag ein neues Projekt. In Southampton soll Hope Street Frauen und ihren Kindern helfen, die sonst durch das Justizsystem voneinander getrennt werden würden. Um ihrem Engagement Ausdruck zu verleihen, verfasste Kate sogar eine handgeschriebene Notiz. Der Zettel, der dort in einen Baum gehängt wurde, enthält liebe Worte an die dort betreuten Familien. Ich sehe euch und bin bei euch. Viel Glück für eure Zukunft. Darunter setzte Kate ihre Unterschrift. Doch Moment mal, noch im Mai erzählte sie, keine Signaturen geben zu dürfen. Da wurde sie bei der Chelsea Flower Show nämlich von Kindern nach einem Autogramm gefragt. Mein Name ist Catherine. Es ist mir nicht erlaubt, meine Unterschrift zu schreiben, das ist nur eine dieser Regeln, so Kate als Erklärung. Weshalb sich die Herzogin jetzt umentschieden hat und doch ihre Unterschrift setzte, ist nicht bekannt. Möglicherweise wurde die Regel aber auch etwas gelockert, so wie viele andere Teile des Protokolls. Schließlich durften die Royals lange keine Selfies mit Fans machen, inzwischen posieren die Mitglieder der Königsfamilie aber auch gerne mal für Handyfotos.